Und mit ein bisschen Glück schafft es Ihre Meldung in die Nachrichten. Werden Sie Tele 1 Augenzeug? Ich bin immer arbeiten. Ich hatte einen Gips in der Hand, an der Hand, und ich bin trotzdem arbeiten. Aber ich gehe dann wirklich bewusst nicht zu neuen Kunden oder neuen Patienten. Einfach eben das Bild halt. Auf einmal kommt eine Pflegerin, die halb verschlagen aussieht, oder? Ja, und eben, sie kennen das. Sie lächeln sogar an, schon wieder ein blaues Auge. Schönen Tag. Ja, gleich. Boom, es ist einfach so. Es ist einfach zerstört worden. Und das tut natürlich sehr weh. Natürlich muss ich die Niederlage jetzt ein bisschen sacken lassen. Meistens tut das natürlich auch mental ein bisschen brechen. Ich darf mich nicht brechen lassen, ich darf mir nicht sagen, ich bin schlecht oder so am Boden. Ich wollte den Kampf wirklich am Boden mal zeigen, dass ich auch am Boden gut bin. Und jetzt werde ich natürlich wieder ins Gym gehen, ich bin verletzungsfrei. Vielleicht kleine blaue Augen oder so kommen, aber ansonsten fühle ich mich fit, ich werde wieder ins Gym gehen und einfach an meinem Boden arbeiten, dass das nicht nochmal vorkommt. Ein paar Tage nach der Niederlage ist die MMA-Kämpferin Bestare wieder zurück im Alltag. Sie arbeitet Teilzeit als Pflegefachfrau bei der Spitex und macht Hausbesuche, wo sie sich um ihre Bezugspatienten kümmert. Ja, man hilft Menschen und das ist eigentlich das, was am dankbarsten ist. Ich habe das Gefühl, ich habe einen zweckerfüllenden Job in dem Sinn. Also es ist nicht einfach so, dass ich PC irgendetwas mache, sondern wirklich mit Menschen zu tun habe. Und dann etwas gibt auch, oder? Unterstütz und pflege, und die sind so dankbar und das gibt einem auch ganz viel zurück. Ihre Arbeitsgespendli wissen schon lange, dass die Bestare nicht nur Hände hat, die pflegen, sondern auch Füße, die richtig zuschlagen. Ich würde sagen, mittlerweile sind sie mega stolz. Sie sagen halt auch einfach, es ist so unvorstellbar, weil ich so lieb bin, oder? Und in der Pflege arbeite und dann, wenn ich so in einen Cage oder in einen Kampf reinlaufe, dass auf einmal mein Blick kehrt, ich ganz in der Böse wirke, oder? Und eigentlich eine ganz liebe Person bin. Aber sie stehen voll dahinter. Und sie unterstützen mich auch mental, auch in meiner Vorbereitung. Also sie sind unherzig. Ja. Wenn die 34-Jährige nach einem Kampf mal mit einem verschlagenen Gesicht ins Büro kommt, ist das sein Tipp. Die Bestare hat aber direkten Patientenkontakt und darum wissen sowohl Mitarbeiterinnen wie auch Patienten Bescheid über das grobe Hobby der Bestare. Die meisten, wo ich ja die Bezugsperson bin, wissen, dass ich Kampfsport mache. Und es ist lustig, mittlerweile schauen sie mich an, fangen an lachen und sagen gar nichts mehr. Also am Anfang natürlich noch gefragt, oh nein, sie haben ein blaues Auge. Aber es ist fast ein bisschen zur Normalität geworden. Und also eigentlich nichts mehr. Es ist wirklich noch, sie lachen einfach. Und oh, hat es wieder ein blaues Auge gegeben. Und es ist aber völlig normal. Also gar nicht tragisch eigentlich. Die Bestare Kitsche hat zwei Berufe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der Patientenpflege lebt sie Fürsorge. Im Kampf will sie ihre Gegnerin dominieren und nimmt in Kauf, dass sie ernsthaft verletzt und ihre weh macht. Und doch sieht Bestare Parallelen zwischen ihren zwei Tätigkeiten. Denk mal, also so ein bisschen fordernd ist ja, ist beides, denke ich einmal. Also das Pflegen, so schwierige Situationen zu bewältigen, auch für unsere Patienten, unsere Kunden. Und das ist im Kampf, denke ich mal, ähnlich. Man muss auch schwierige Situationen überwältigen und Taktiken herausfinden, wie man zu was kommt, zu was erreicht eigentlich. Und ich denke, so ein bisschen das Fordernde, die Herausforderung, habe ich wie bei beiden Berufen in diesem Sinn. Heute besucht Bestare einen Patienten, den sie schon lange betreut. Es ist eine Routinekontrolle. 119 auf 61. Gut. Und Puls ist 69. Ein bisschen tief, aber gut. Mhm. Auch er weiss, dass im weißen Outfit von der Pflegerin eine MMA-Kämpferin steckt und kommt regelmäßig mit über, wie es ihr gerade so geht und wo auch sie gerade ein bisschen Pflege nötig hat. Super. Finden Sie gut? Oder? Ja, gut. Speziell? Aber zu viel, das wird sie. Zu viel? Kleine. Immer ich wirke etwas. So fein. Mhm. Und ja, genau. Ich
komme immer wieder ein bisschen mit blauen Augen. Genau. Wie geht's dir? Finger ist wieder besser, schauen Sie. Besser? Nicht mehr so schlimm. Er kriegt alle Verletzungen einmal mit, die ich habe. Genau. So, machen wir noch Gewicht. Man sieht es mir halt einfach wirklich nicht an. Also viele Leute sagen das, man sieht es gar nicht an. Und sagen dann immer, wie du dich verhaltest. Und ich denke dann immer, ja, wie muss sich denn jemand, der Kampfsport macht, verhalten, oder? Und Schläge eben, die wirken halt einfach gewalttätig natürlich, aber was einfach der Sport ist. Und, aber das, wo ich da bin, wo ich alltäglich bin, das bin ich, oder? Der nächste Patientenbesuch wartet. Heute Abend geht Bestare dann schon wieder ins Training. Im Januar steht nämlich ihr nächster Profikampf an. In Amerika will sie einmal mehr beweisen, dass auch kleine Frauen grosse Kämpferinnen sein können. Das nächste Mal bei Swiss Dinner. Der Spiess.